Willkommen zurück, liebe Leute, bei Dragon Quest Builders 2. Wir haben jetzt direkt einen Kampf vor uns, haben jetzt die ersten Sachen hergestellt. Jetzt werde ich mir erstmal eine bessere Waffe machen und natürlich auch die Malrod eine bessere Waffe, sofern ich dafür alles da habe. Natürlich habe ich dafür alles da. Und mich jetzt entsprechend mal ausstatten, weil das geht ja auch so nicht weiter, dass wir hier immer so, ich sag jetzt mal, schwach rumhängen. Ausrüsten. Ich meine, da wollten wir auch alles grün haben, hat er auch nicht gemacht. So, wo ist er denn, Malrod? An Malrod geben. Super, und dann lasst uns mal in den Kampf rein. Sieht aus, als ob sich die Kinder Hargons auf einen Großangriff vorbereitet haben, Troplay. Eine echte Schlacht? Na endlich, ich bin ja so aufgeregt, ich krieg mich gar nicht mehr ein. Glaubst du, die wollen den ganzen Bauernhof platt machen? Ich vermute genau, das ist ihre Absicht. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu besiegen. Wenn du das nicht schon getan hast, könntest du einen Gefallen tun und uns mit den bestmöglichen Waffen ausrüsten. Mit besserer Ausrüstung haben wir bessere Chancen, oder? Was meinst du, Troplay? Sind wir kampfbereit? Na gut, ihr habt Schwerter, ne? Die nächste Waffe kann ich halt nicht so einfach herstellen. Ja. Gut, der letzte große Kampf ist ewig her und mir juckt es unter den Fingern. Gehen wir da raus und machen das Beste daraus. Möge der Kampf beginnen. Besiege den Feind. Wie viele Wellen sind es? Warum macht mir denn hier nicht alles immer kaputt? So. Gut, Wellen stehen jetzt Lieblingszustand. Wow, es ist hier eine Masse an Gegnern. Das ist hier. Ui. Ah, hier sind Affenärsche hoch 10, ne? Also, ihr seid voll die Affenärsche, ja, Mann. Muss ja mal loswerden. So, und dann kommt die nächste Welle. Irgendwelche blöden Schnecken. Mama! 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 Na toll, ich hätte gerne ein bisschen mehr Rüstung, aber gut, dann lass das mit der Rüstung mal sein. So, holen wir uns mal jetzt hier ein paar kleine Schneckchen. Ja, Tro, renn doch einfach in die Schnecke rein. Da komm, schlag mit deiner Zunge zu. Guckt euch mal an, wie sabbert diese Schnecke. Das Schneckchen. Ja, moin. Ah, ist klar, dass er mich wieder angreift. Okay, Salat halt ein bisschen mehr. Ah, Malrod, du solltest doch jetzt ja wirklich gut Schaden machen eigentlich, oder? So. So. Wir haben es geschafft. Die Monster wurden besiegt. Die Stufe von Troplay und Malrod hat sich erhöht. Na, ich hab doch schon gedrückt. Warum macht das nie? Malrod wird stärker und Troplay erreicht Stufe 7. Lebenspunkt erhöht. Seine Atemleiste wird ein bisschen länger. Yay. Meine Güte, Troplay, es war ein zäher Kampf als der davor. Anscheinend haben die Kinder Hargons es wirklich auf uns abgesehen. Es ist bedauerlich, Rosie, und doch unvermeidlich. Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir Frieden schließen könnten. Troplay, hast du von gescheiterten Gibbonsen gehört? Ich bin nur ein Pastor, aber er ist der Primat von Grünfels. Sein Rang übersteigt den meinen nicht nur bei weitem, seine Kontrolle über diese Insel ist auch absolut. Er ist momentan abwesend, aber wenn er zurückkommt, werde ich versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen.
Vielleicht kann ich ihn vom Wert der Gottesgewächse überzeugen. Aber dieser kleine Schößling wird ihn nicht beeindrucken. Wenn ich eine Chance haben will, seinen Wert zu beweisen, müssen wir das Gottesgewächs auf volle Größe wachsen lassen. Na gut, Al. Wann also wirst du dir die Hände schmutzig machen und anfangen, was zu helfen? Was? Ja, Mayrott hat recht. Du wohnst hier auf dem Hof mit uns Erbauern zusammen. Wann wirst du mitmachen? Ihr erwartet von mir, der Zerstörung in Person ein Erbauer zu werden? Ein interessanter Vorschlag, das muss ich euch lassen. Vielleicht werde ich darüber nachdenken, eines Tages. Gut, abgemacht. Komm schon, Trublay. Lass uns zwei weitere Feldfruchtsorten anbauen. Pastor Els Aufgaben abschließen und diesen Hof zum schönsten auf Grünfeld machen. Legen wir los, alle zusammen. Ja, Tomaten habe ich ja hinten schon eigentlich angepflanzt, ne? Hat er auch schon gewertet. Finde ich gut. Der Wurm... Ah, gut, er hat sich noch gespeichert. Das ist doch schön. Ich wollte gerade sagen, hat er sich jetzt gespeichert oder nicht? So, hier wird das nächste Grün dann gemacht. Ja, guck mal, es sieht doch viel besser aus, wenn es so... Und guck mal, wie tief der geht. Hammer. Ja gut, dann mache ich es halt so. Punktende aus. Aber das kann er dann zwischendurch mal machen. Na, Essen ist auch fertig. Achso. Das Material kann nicht gekocht werden. Okay. Boah, ist hier alles Grünes wächst, ey. Einfach mal so. Einfach mal so gewachsen. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Hier, die Felder werden auch immer voller. Die Tomaten wachsen auch. Hier krieg ich noch mal Scheiße. Es wird. Es wird, es wird, es wird. So. Hier sind noch Herzen drin. Ja, hier habe ich auch noch so ein paar Samen. Die will ich jetzt aber noch nicht einsetzen. Beziehungsweise will ich nicht hier einsetzen, aber hier kann ich sie einsetzen. Ja, genau. Hier haben wir jetzt die Herausforderung, die ich mir dachte. Je weiter ich nämlich nach da gehe, desto, okay, es muss also auf der Höhe hier sein. Machen wir mal. Hä, wo ist denn hier? Machen wir einfach so, komm. Nein, hätte... Egal. Egal, komm, ist egal. Machen wir hier auch noch. Haben wir ein bisschen was hier an Grün und dann sieht es hier ein bisschen schöner aus. Nein, ich wollte nicht mit Clemens reden. Ah, sie hat jetzt eine Aufgabe von Sue Rosie. Das ist doch auch schön. Wir haben Tomaten, wir haben 187 Feldfrüchte. Was hatten wir noch für Feldfrüchte? Ich hatte doch noch irgendwelche besorgt. Dass ich da auch immer wieder rein muss. Ja, Tomaten kann ich noch nicht, weiß noch nicht, was möchte so anpflanzen, weil ich noch nicht gelernt habe. Aber sie wachsen. Und das finde ich interessant. Das finde ich interessant, interessant, interessant und gut so. So, er macht hier alles grün. Das sieht hier echt schon richtig schön aus. Also bald ist es hier wirklich Grünfeld hoch 10. Aber, ah da. Ja, guckt euch das an. Sieht das nicht schön aus? Ich weiß, anders wäre wahrscheinlich effektiver. Aber so habe ich jedenfalls eine gewisse Kontrolle darüber und nicht nur dieser Wurm. Aber das sieht doch auch schön aus.
Ja, das ist jetzt ja natürlich ärgerlich mit dem Weg. Aber egal. Guckt euch das an, ey. Das sieht so mega schön aus, wenn das hier so ist. Da kann ruhig die Erde ein bisschen darunter dreckig sein. Das ist mir jetzt erstmal egal. Durch dieses satte Grün an, ey. Es ist so schön. Es geht nicht, schade. So. Kann ich da oben drauf? Nee. An der Grenze kann ich nicht gehen. Schade. Aber ich kann das hier alles schön grün machen. Guckt euch das an, ey. Wie sattes Grün. Fast schon echt ekliges Neongrün, könnte man fast schon sagen, ey. So. Da drunter ist noch nicht. Komme ich da überhaupt ran? Nee, so komme ich nicht ran. Oder? Nee. Aber ich kann es jedenfalls hier noch schön machen. Oh, guckt euch das an, ey. Sieht das hier nicht schon mal richtig schön aus? Schade, dass euch nicht der Wert der Siedlung steigt, obwohl, ja, minimal, wenn. Oh. Ach, das können sie mal essen, ne? Wisst ihr, ich habe keine Verteidigung, kann gar nichts, aber das können sie sich schnabulieren, doch. Das können sie mal nutzen, ja. Wie viele sind da drin? Ah, einer, okay, gut. Oh, das sieht so schön aus hier. Das sieht so schön aus. Oh, ich bin so begeistert. Da wollte ich eine Kiste. Verstauen. Kein Platz mehr, ernsthaft. Na gut, dann packen wir erstmal hier die Scheiße rein. Das. Das. Die Ranken, das brauche ich jetzt alles nicht. Ich bin so froh, dass wir uns gegen diese furchtbaren Monster verteidigen konnten. Aber nächstes Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück. Deshalb müssen wir noch mehr Samen finden, um die Aufgaben des Pastors so schnell wie möglich zu erledigen. Ich habe mit den Bauern gesprochen, die sich uns neulich angeschlossen haben. Und sie haben mir von einer anderen Nutzpflanze erzählt, die wir anbauen könnten. Anscheinend hat jemand Kürbissamen tief im Regenwald vergraben, damit die Kinder Hagons sie nicht finden. Es liegt auf der anderen Seite des Grünfeldsumpfes. Sieh dich dort um und finde bitte 30 Kürbissamen für uns. Ja. Sie wachsen gut, sie wachsen gut. Ja, das ist schon mal gut, dass sie wachsen. Warum habe ich sie da nicht gesehen? Okay. Na, müssen wir da wohl mal hinlaufen. Dass meine Ausdauer jetzt echt so lange anhält. Müssen wir jetzt auch noch diese blöden Wichte besiegen, ne? Ach man. Wenn wir einzelne Ranken finden, kann ich damit Waffen für die anderen herstellen. Das sind keine großen Dornranken. Genau. Das war nämlich der Fehler, den ich gemacht hatte. Dann hätte ich nämlich beim letzten Kampf schon ein bisschen besser punkten können. Nein, wir wollen jetzt keine... Ja gut, ich weiß ja, ich brauche ja welche, ne? So. Danke. Was? Ja. Pro-Play ist Dumm-Play. So. So, hier lang. Regenwald war in der Richtung. Oh, hier ist sogar eine schöne Brücke.
Ah, das hat keine Aufgabe für mich. Nee, da brauche ich nicht mit ihm reden. Du wirst hier keinen Zuckerrohrsetzling finden. Weiß ich, da werde ich ihm was anderes finden. Hehe. Was viel besseres. Kürbissamen. Oder wie der Hund mir hier gerade zeigt, Tomaten. So. So, das sammeln wir mal alles ein und dann... So. Moment, ich höre hier was. Sag bloß, ich habe das echt beim letzten Mal übersehen. Nein, ich bin so doof. Okay, sagen wir mal nichts dazu. Das ist eine Kurskugel, da ist eine Ratte, da ist ein kleiner Gegner. Den könnte ich jetzt auch platt machen ohne Probleme, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, den platt zu machen, weil ich will die Kürbissamen haben. Ach, es wird sogar angezeigt, wie stark mein Ausdauerbalken ist. Dann können wir jetzt uns auch nochmal um diese Dinger da kümmern, die wir da gesehen hatten. Ernsthaft? Blöder Affe. Ah, komm. Hey Truple, sieh mal da drüben. Warum glaubst du, lungern diese Schützenwichte dort so herum? Komm, fragen wir sie und finden es heraus. Ah, da ist noch einer. Na, warum lungert ihr denn da so rum, hä? Achso. Dein Gesicht blass und rosa ist. Gar nicht grün, ein Mensch du musst sein. Diese Bäume du kennst. Von ihren Stämmen du Rinde gewinnen kannst. Diese Rinde manchmal Gibbons tragen. Hä? An den Bäumen in der Gegend Eicheln wachsen. Wenn ich den Boden zu einem einpflanze, ein neuer Baum wachsen wird. Aber um zu voller Größe wachsen, viel Zeit diese Eichel braucht. Falls du Geduld dir fehlt, junger Mensch, Dünger du benutzen kannst, dann schneller deine Eichel wachsen würde. Ja. Mehr über diese Dünger du erfahren möchtest, in einer Höhle bei einem Sumpf, ein Ork lebt. Ein Naturkundler, diese Kreatur ist. Sie suchen, du solltest, ja? Ah, ein Mensch nähert sich und zu rechter Zeit er kommt. Schützenwichte, sie sind. Grüngesichte, Gorillas, Wächter des Wildnis und der Hüter der Heine, wir sind. Aber in letzter Zeit zu den Kindern Hagons mehr und mehr meiner Krieger übergelaufen sind. Der dunklen Seite sich zugewandt, sie haben. Moment, sind wir jetzt hier bei Yoda? Der Wald, den du Schützen, sie geschworen haben, sie jetzt zerstören. Standhaft, wir Schützenwichte bleiben, doch nicht so standhaft die Bogenwichte waren. Und nicht zulassen wir können, dass sie hier bleiben. Deine Hilfe brauchen die Bogenwichtverräter besiegen zu du musst. Und dann ein Geschenk dir ich gebe, etwas Wunderbares, das ein Wald kann erschaffen. Unserem Wald, diese illegale... Der unserer Wald diese lila gesichten Verräter heimsuchen. 10 von ihnen besiegen du musst. 10, okay. Meiner, die hier. Ah ne, er meint die Zombies. Meint er die? Ah, das sind die lila Gesichter. Ja, ich werde gelähmt, danke. Oh, jetzt ernsthaft. Weg mit dir. Schön, dass du es einsammelst. Ah, da hinten sind noch welche. Und weg mit dir. Komm her, du blödes Ding. So. Da hinten ist noch einer. Neun von 10. Sie hat irgendwas aufgespürt.
Ja, das wissen wir ja. Ah, dass wir einen Kürbissamen bekommen. Das war ja die Aufgabe, dass wir hier irgendwas machen sollen. Alter, du böses Ding. Jetzt kommt noch so ein blöder Affe dazu. Okay. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz ab. Ah, gut gekämpft, Mensch. Garstige Gesellen, sie waren diese Bogenwichte. Darauf aus dem Wald zu zerstören, aber aufgehalten, du sie hast. Dein Geheimnis, ich kenne. Ein Erbauer, du bist, nicht wahr? Ein Geschenk erwähne ich habe. Eicheln. Eicheln es sind. Im gesunden Boden du sie pflanzen solltest, dann daraus ein großer Baum erwachen wird. Pflanze genug, dann schon bald ein Wald du haben wirst. Und ein Wald anpflanzen musst, Erbauer. Wiesen voller Gras auch. Den Kinderhagons nicht nachgeben wir dürfen. An die Allianz denken du musst. Ein uralter Pakt zwischen euch Menschen, uns Schützenwichten und den satten Ratten. Noch viel zu sagen ich habe, junger Erbauer, aber schon lange ich gesprochen habe. Wenn nach mehr Wissen es dich dürstet, wenn nach meinen Geschichten du hungerst, dann sprich erneut mit mir. Okay. So, leider noch nicht das gefunden, was wir haben wollten. Aber vielleicht finden wir das noch da hinten. Hier ist ein Schützenwicht und der hat irgendwas gehört. Gleich dort vorne liegt der Friedhof. Am Friedhof gibt es also was. Ah, Moment. Kürbissamen. Sieh an, hast du etwa eine neue Samenart gefunden? Das muss einer dieser Kürbissamen sein, von denen Rosi gesprochen hat. Ich frage mich, was das hier zu suchen hat. Vielleicht hat jemand ihn fallen lassen und vielleicht ist dieser jemand noch irgendwo in der Nähe. Sehen wir uns mal um. Möglicherweise finden wir noch mehr Samen. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Bin schneller als der Hund, ne, was das Ganze angeht. Das ist die Kugel. Die habe ich gesucht. Wir brauchen 30 Stück davon. Nun gut. Ich würde aber sagen, die nächsten 30 Stück, die haben wir im nächsten Part, denn ich möchte einen Baum pflanzen. Und der Baum, der soll groß werden. Ich würde gerne hier, ich zeige euch das gleich mal, was ich vorhabe. Achso, da ist schon. Gut, das heißt hier. Und das waren jetzt, wie viele Felder sind das? 3, ne? Okay. Und hier möchte ich jetzt etwas bauen. Nämlich da entsprechend einen Baum. So. 1 und 2. Das könnte noch gut aussehen. So, jetzt habe ich hier noch 4 Tomatenstauden. Ja, ich klinge gleich mal. Boah, guckt euch das mal an, die Tomaten wachsen. Die Tomaten wachsen und das wird richtig gut aussehen wieder. Eigentlich müssen wir ja die Tomaten ein bisschen anders machen, aber okay, gut. Lassen wir mal das dahingestellt. Weil sie stehen ja in der Reihe, ne? So ist es ja jetzt nicht, ne? Gut. Na, was habt ihr schon wieder da drin gelagert? Ich drehe noch echt am Rad, was die hier alles drin lagern. Was ist das eigentlich? Heilpflanzensamen, okay, gut. Vergesst es jedes Mal wieder. Zuckerrohrsetzling. Und die Eichel. Wobei, die kann eigentlich wieder raus. Damit pflanze ich gleich noch schön ein Bäumchen. Und das kann auch alles raus. Ich frag mich aber auch, wieso das jedes Mal wieder rausnehmen. Weil das ja eigentlich hier reingehört. So, jetzt pflanzen wir hier nochmal schön Bäumchen drumherum. Kriege ich das hin? 2. Hier schön so eine Baumecke wird.
So. Nein, ich möchte schön viele Bäumchen haben. Na, gucken wir mal, was daraus wird. Da bin ich echt mal neugierig. Ich hoffe, ihr seid auch neugierig, wie es weitergeht. Außer, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Scheiße einsammle. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Troho. Haut rein. Tschüss.